Hallo. You were born ready. Okay, dann fangen wir. Ja, wir sind zurück. Liebe Kinder, liebe Leute. Wir sind zurück mit dem letzten Game für Switzerland. Oh, nein, es ist schon fertig. Wie viele Games haben wir gecastet? 3? Hey. 3 mehr als keins. Ja, das Finalspiel zwischen Hydra und Phoenix. Pick and Pound Screen. Sind wir drinnen? Hydra das mal auf der Blue Side. Red Side, Phoenix. Blue Side, weil eigentlich die höhere Winrate hat. Ja. Also schon mal ein kleiner Vorteil hier, dass Hydra gibt. Wo ist die Chase Band? Hey, wo ist die Chase Band? Wir haben wieder genau die gleichen Bands bis jetzt. Genau die gleichen. Fiddlesticks Irelia für Phoenix und Lucian 6. Für Hydra. Immer noch interessant. Nasos Band? Okay. Sehr interessant. Und jetzt sind sie wahrscheinlich wirklich gerade am Besprechen, ob es noch einen Chase-Band soll geben. Und das ist letztes gesehen. Wow, ein Yasuo-Band. Also der Chase ist wieder offen. Die Halle, die da im Jungle gespielt hat. Hallo. Ich höre den wieder nicht im TS. Please fix. Please fix. Sehr schön. Basler. Längsamer als Band. Jo. Also, Rice Lock-In ist wieder gekommen. Also, Spensako wird wieder mit dem Rice gehen, das in Irelia gebannt ist. Vielleicht sogar besser. Der Rice, der ja wesentlich härter ins Late Game skaliert. Ja. Und bis jetzt hat es immer eher aussagende Games gegeben. 20 Minuten Wins gibt es eigentlich fast nicht mehr. Und wir haben hier wieder Jinx Thrashlane. Diesmal aber auf der anderen Seite. Nein, diesmal ist nein, aber nein. Es ist wieder bis jetzt genau die gleichen Picks. Genau die gleichen. Schau mich nicht so an! Ford ist Trash mit der Tristana. Ah, ja, stimmt. Und Jinx mit Morgana. Banner sind langsamer Oslo, als Basler. Langsamer. Ja! Genau, also, dann fangen wir jetzt hier Jinx Thresh. Bekannte Lane, also bekannter Support für Jinx, da Immobilität. Aufkommen werden durch die Lantern. Tristana, Morgana, hat einfach jetzt also, Support Switcheroo. Ah, oh, der Carry Switcheroo. Tristan hat jetzt doch mal noch eine Frau, weil wir uns das Wort. Sind wir da gespannt, was. Nein, stimmt gar nicht. Ah, der Carry Switcheroo, nicht Support Switcheroo. Phoenix hat vorher schon Trash gehabt. Also der. Genau. Der du schaffst es. Key Jerry, oder wie wir den nennen, steht wahrscheinlich auf Trash. Der Jungle? Hat. Manchmal. Nein, Jungle sieht auch wieder gleich aus. Aber jetzt ist du Udio und wird auch covered. Er wird covered im Moment. Wird noch wieder geswappert. Ich kann mir davon aus, dass es wieder ein K6 im Jungle wird sein für Phoenix. Dann hat man bis jetzt nur gerade den AD-Carry ausgewechselt. Und schon ist bis jetzt immer die gleichen Picks. Sangos, der vorher schon auf der Orianna sehr dominant ist. Wieder ein Orianna-Pick. Mhm. Inwiefern gleiche Teams aus der AD Carry Switch? Ja. Das momentan sieht es noch ein bisschen so aus. Frage ist aber, das war jetzt Lux und Chase. Frage ist aber, ob das mal Phoenix in der Jungle besser wird verteidigen, dass sie nicht wieder den 3-Buff haben, Hydra, zum Starten. Das hat ihm Talo auf seinem Chase sicherlich sehr geholfen. Gnar, der vorher nicht gebannt ist, gesehen. Aber ich denke sehr weniger, außer der Talo, wollte sie jetzt auch noch den Jungle Gnar zeigen. Ich Vater glaube nicht, dass er in die Midlane ist. Aber jetzt sogar, dass er für den Toplane spielt, sagt, wie gedacht ist. Ja. Gar nicht mal davon aus. Gnar, wo jetzt eher Toplane gespielt wird und Jungle auch zum Teil. Ich glaube nicht, dass er wirklich effektiv in die Mitte kommt. Vor allem gegen Orianna sehe ich es überhaupt nicht. Mal schauen. Vor allem wegen der Transformation. Mal schauen. Gleichfall gerade Chase Jungle gehabt. Das stimmt. Wir haben jetzt einfach Gnar. Er ist wieder Jungle. Es könnte sogar Gnar Mitte sein, außer der Common Custom. Spielt gerne mit uns, aber er spielt gerne mit Phoenix. Ja, er spielt gerne mit Gnar. Wow. Wow. Hätte ich nicht erwartet. Gnar Mitte anscheinend könnte auch top gehen. Ich will es nicht prophezeien. Es könnte immer noch ein Rice Mitte sein. Also, Hydra ist einigermaßen offen. Aber das erwartete Line-Up dürfte sein, dass der Rice top geht und der Gnar in die Mitte. Sehen wir jetzt nicht gerade. Wenn sie das wollen, hoppen. Und jetzt. Ja. Pick?
Noch ein Top-Laner. Oh, diesmal kein Baum. Ja. Diesmal ein Büsi. Tankiness ein bisschen faul auf beiden Seiten. Rise, der einigermaßen tanky wird im Late Game mit Rod of Ages und seinem Frozen Heart. Also Rise ist schon relativ beefy. Archangel, der dann auch noch zum Mana-Schild führt. Logisch, als wie wird Elise geared, offensiv, defensiv. Elise kann relativ tanky gehen, vor allem mal im Game-Bereich, aber Link. Und, basically, okay, also Phoenix hat das gleiche Lineup bekommen. Außer Jinx. Außer Jinx ist, anstatt Tristana Jinx, ja. Und der Hydra sieht ein bisschen ähnlich aus. Ähnlich. Ja, Morgana Rise ist wieder da. Und einfach Kummerkasten und. Ah nein, schau da. Genau, ist bis jetzt geht's aus. Kummerkasten ist in der Mitte. Genau, was ich noch gedacht habe, dass eventuell sogar ein Rise mitgespielt wird. Gegen die Orianna. Sind wir da gespannt, wie er mit dem Early Game klarkommt, der Kummerkasten. TP ist wieder auf beiden Seiten gepickt worden. Ja. Und jetzt schauen wir, ob da. Ja, es wird nochmal geswappt. Eigentlich schon verboten nach offiziellen Regeln. 20 Sekunden vor dem Ablauf darfst du nicht swappen. In den offiziellen Regeln. Böse, böse, böse Leute. Und am Anfang sehen wir doch einen Top-Lane-Rise und einen Mid-Lane-Gnar. Die sind noch einmal gewechselt worden. Jetzt bin ich auch wirklich gespannt auf den Mid-Lane-Gnar. Und das habe ich ehrlich gesagt noch nicht einmal in Normals gesehen, weder in Ranked. Und ich doch einiges gespielt, seit der Champion rausgekommen ist. Habe aber auch gute Mixture aus AD und AP Damage. Also Main-Damage von Hydra wird aus AD rausgekommen. Und ja. Dann natürlich im Late Game der Ryze, der mit AP reinkommt und Morgana, Elise. Morgana, wo, der Oregano, der sehr gerne auf Sonyas geht. Also da kommt sicher auch noch eine gewisse Portion Damage von ihm, ja. Sobald das Spiel verdauert. Und ja. Ja, Phoenix muss einfach das Early Game besser defenden. Und wie soll ich jetzt abmachen, oder? Wir sind aborted. Oh, wir haben eine Runepage back. Okay. Es geht das Remake. Es wird schnell remaked. Remake. Böse, böse Rito. Nicht mal wenn es funktioniert, funktioniert. Warten wir schnell auf einen Invite. Aber da wird der Pick and Band Phase natürlich wesentlich schneller gehen. Und da hoffen wir, dass wir möglichst schnell in die Rift reinkommen. Aber leider werden wir noch einmal die 3 Minuten Spectator Client müssen abwarten. Oh. Immer nicht noch länger mit dir reden. Oh. Muss so einen Knopf. Muss man so einen Soundboard machen mit so. Oh. Und alles so Sounds. Soll ich mitspielen oder soll ich Spectator? Spectator lieber. Wir wollen ja auch, dass Phoenix noch eine Chance hat, oder? Ist gut. Soweit wären wir eigentlich ready. Go, go, go. Und das mal die Bans nicht beachten. In dem Maß wird noch Alphabet Band. Oder wieder Burst haben. Oh, der Blitzcrank. Oh, der Fiddlestick. Oh, so tryhard. Phoenix confirmed tryhard. Phoenix confirmed tryhard. Doch, etwas mit V. Oh mein Gott! Predictions. Zeig es. Oh! Okay, exactly. Beth, for your information. Verstehst du? Good to fast. Und dass man darf da die Picks schneller kommen. Ja, da kann natürlich kein Zeug gepickt nehmen. Aber ja, wir sehen Phoenix, wie gesagt, confirmed tryhard, wo es genau die Bands, die sie gemacht haben. Ja. Lekos, too good, oh darn, all the darns. Yep, da sind die Picks. Und wenn das auch gerade so gespielt wird, dann ist jetzt der Gnarr. Das heisst, wir müssen jetzt nur noch 4 Minuten aushalten, plus noch Loading Screen. Also ui. Man muss Sudoku. Team Sudoku. Team Sudoku, wie funktioniert das? Ich habe keine Ahnung. Das höre ich noch öfters, wenn ich mit dir irgendetwas spiele.
Ja, tschüss Switzerland. Nebst dem, dass du den Westserver abgehackt hast. Die Halle ist eigentlich recht geil. Also für Leute, die, falls es es wieder gibt, nächstes Jahr zum Beispiel bei Swiss Toy. Was Also voll geil. es ist cool. Es ist wirklich coole Halle. Catering ist super. Man kann die Halle noch ein bisschen mehr füllen. Ich kann schon sehen, es ist nicht so ganz voll gewesen. Ja, und links halt eben, dass der von da aus, also wenn man hier an der LAN ist, kann man natürlich auch direkt an Swiss-Toy gratis. Ja, gratis mit Bluetooth. Und Swiss-Toy ist eigentlich schon noch cool. Hat schon noch cooles Zeugs. Es hat jetzt sehr viel neues Multimedia-Zeugs. Also PS und Nintendo haben einen sehr großen Schon alles Stand. da gewesen. Ja, Xbox One hat es, PS4 hat es, genau, und sie haben auch Wii sehr U hat viele es. Events gehabt, habe ich gesehen. Also so Smash Bros. Das neue Turnier Turniere. und Dance da und keine Ahnung was. Und also, es ist immer recht abgegangen bei diesem Stand. Und sonst auch, die Brettspiele-Teil ist sehr Lustig. gross vertreten. Und das Drachennest ist halt dort, das ist halt dort Berner Szeneladen mehr oder weniger. Okay, dann Also, ich gar nicht. für die meisten, die sich so Brettspiel und sonstige Sachen und Rollenspiel werden den Laden sicher schon kennen. Dann einen recht geilen großen Stand gehabt. Und sonst Lego Cool. und alles und Cosplay und Stimmt, weiß nicht ja. was. Cosplay Also. hat auch hier bei uns lang. Und auch sonst, ein paar Besucher haben sich da cosplayt. Wo so ein Nerds hat man aus dem normalen Volk rausgesehen. Und ja, Internet, holy moly. Was hat man gehabt, wenn man Speedtests gemacht hat? 600 down, 500 up. Irgendwie so Man hat die etwas. Leitung von BA Expo. Also, Ja. du gehst dran und machst es echt. Nein, das ist Hat fertig. eigentlich, wir müssen den Namen laden. Ja. Nein, machen wir natürlich nicht so. Also, das macht man nicht. Man sollte, aber man macht es nicht. Das ist Ich lade erlaubt. nie etwas ab. Außer ins Team. Genau, das ist erlaubt. Aber auch nur, wenn es kommt. Ja. Anderthalb bis 2 Minuten noch, bis wir zum letzten Game reinkommen auf Drift. Schauen wir, ob Hydro da zwei schnelle Wins einfahren kann. Also relativ schnelle Wins. Das war ein mega langes Game voran. Space Race, das halt entstanden ist. Ich habe die Frage. Ja, also, ich glaube, Phoenix hat auch ein bisschen Angst müssen reagieren. Das Problem war, auch wenn sie dort zurückporten, in dem Moment, zwar nicht der Inhab habe, dass sie können verteidigen. Weil es sind beide erst halt Outer Turrets. Es sind beide erst halt Outer Turrets. Also, wenn Phoenix dort reagiert hat, hätten sie wahrscheinlich der Inhab können verteidigen, der Top. Oder zumindest den Teamfight forcen. Kein Team hat Burn bekommen, und da wäre wahrscheinlich einfach der Teamfight das Master Ding gewesen, wäre jetzt hier noch das Objective kann holen oder nicht. Ja, es ist halt immer so eine Sache, sind einchatten, ist man schneller oder nicht? Ja, aber Das Jinx ist halt. halt schon etwas, Gegen den wo auch Jinx gehen. Profiteams oft mit mir haben. Aber vor Das Minute Wichtige ist also. 40 mit der Tristana gegen den Jinx gehen Ja, Turrets aber Tristana ist schon pushen. gut dabei gewesen. Also, wenn Ja, das Third aber. Item ist da gewesen. Ich glaube. Static Shift ist Also. stark und Infinity Edge. Viel mehr weiß ich gar nicht mehr. Ja, okay. Das Ding ist halt, Jinx hat noch den Chase dazu gehabt. Das ist halt schon Ja. Chase mit seinem W. Ist Ja, einiges Speed. immerhin recht spannend gewesen. Trotzdem, man hat so Space Race gesehen. Haben wir echt so in dem Stil noch verschnitten gehabt. Haben wir in der Schweizer Szene, was ich gesehen habe. Es geht los. Loading Screen Inc. Und jetzt hoffen wir, dass das da auch mit der Technik das mal besser funktioniert. Wir müssen noch schnell Team Namen switchen. Weil Hydra spielt jetzt unten rauf, auf Blue. Oh, da. Und Phoenix spielt oben runter. Und ja, da sind wir gespannt, ob der Sangos doch wieder sein Team kann durchcarryen durchs Midgame. Seine Orianna-Plays sind eigentlich ziemlich solid gewesen. Sehr gut, ja. Ist außer bis auf Shockwaves. Shockwaves hat zweimal nicht Am gebannt. Anfang super und dann, je länger es Positioning. gegangen ist. Sein Positioning ist okay gewesen. Auch Flash Reactions und so, echt sehr gut. Ja, sehr gutes Play gewesen gegen den Ja. Kummerkasten dort. Das One-on-One. Super über das Binding drüber geflasht. Und der Kill geholt kam. Oh mein, wieder Blackstream Aber gehabt. dann so. Gewisse Shockwaves so gut wollen platzieren, dass sie schlussendlich dann eben. Man mehr hat Wellen, als man hätte können, Ja, oder? er ja. Ist halt immer so ein schwierig als Spieler, dass du nicht zu greedy wirst, wenn du ein mega gutes Early Game hast, dass du plötzlich das Gefühl hast, wow, ich muss. Das ist immer Ja. noch das Team Game, muss sich immer noch auf seine Leute können verlassen. Ich meine, der Yamalol ist ja echt bekannt. Also der weiß auch, was abgeht auf dieser Top-Lane. Hat auch sehr gut Maokai gespielt. Der Sharper, dem kann man auch vertrauen. Der spielt einen sehr soliden, guten AD-Carry. Also, Ja.
Sangos, so hat wirklich, er hat auch gut supportet in Teamfights, seine Schilder sind immer da und alles. Aber ja, so vielleicht gleich noch ein bisschen mehr auf seine Teammates verlassen. Diesmal sieht es ein bisschen friedlicher auf. Und das Gefühl, aber Phoenix wird es auch probieren, da, dass nicht wieder ein 3-Buff-Start passiert für Hydra. Beide Jungle sind im Moment auch mehr auf der Bottom-Side. Ja, Boss hat jetzt einfach verteidigt. Und es gibt ruhige erste Minute. Drei Wards hier von Phoenix. Die wollen wirklich nicht, dass da noch ein Buff-Ziel passiert. Und ja, Hydra sieht nicht so aus, als würde sie noch invaden. Ist das schon am Red Buff? Und dann werden wir eventuell 3,5 Minuten Topliner Brawl sehen. Eventuelle Double Kills. Gibt also Spezialisten Topliner in Jungles, wenn wir wieder bekannt sind für solche Scherzen. Mhm. Normale Buff Starts, Gnarr mit dir, nimmt mich Wunder, was es hier gibt. Schaut hier mit Thorns Blade. Ja, Gnarr habe ich selber noch nicht so viel in ernsthaften Games gesehen haben. Das nimmt mich Wunder, wie der klarkommt mit dem Rage, wenn er aufhört. Ich habe ihn auch zu wenig gesehen, also dass ich wirklich viel Ahnung hätte, wie man da in der Mitte kann, alleine. Ja, es ist halt schon ein bisschen tricky, dass man es eben einigermaßen unter Kontrolle haben mit der Menge von Space, die man macht. Ja. Aber eben nicht hundertprozentig wie ein Elise oder ein Chase oder sonst etwas. Weil du willst ja eigentlich auch nicht wirklich unbedingt in die Rage-Form reinkommen, oder? Nicht immer. Ja, weil zum Farmen ist die Range-Form wahrscheinlich wesentlich gescheiter als die Rage-Form. Range und Rage. Jungle bewegen sich hier zu ihrem Buff. Beide ziemlich gleichzeitig kommen sie an. Toplander Yamalo, wo wird jetzt mehr pusht? Ist wieder die gleiche Lane wie vorher. Die kennen ja das Spiel hier oben. Hooks hier vom Key Jerry, der immer wieder sehr gerne viel Hooks schießt. Sondern auch viel Hooks bis in einen Teamfight, wo er doch recht gut auch mitcarried hat durch den Teamfight. Wo wir 2-3 Hooks nicht getroffen, aber es ist immer so ein bisschen Pressure. Oh, da haben wir den Level 2 Engage. Jump ist geforscht worden, aber gar nicht, wird hier in die Runde geguckt, aber kein Follow-up. Der Sharper hätte die 40 Gold wollen. Vom grossen Siege Minion. Guter Pokémon. Das ist schon Sadie Carry. Immer wichtig, immer der Farm in einem Fall. Vor allem die grossen. Also die 40 Gold auf dem Siege Minion, das ist viel. Das ist schon. Das ist ja so. Und eben, man ist ja nicht so was weit, das Follow-up gerade zum Kill geworden. Also, ja. Beide Jungles aber wieder runter bewegt. Also es ist keine Minute, 3,5 Gang. Wir haben es ja gerade schon gesehen, es sind beide eher ein bisschen farm-heavy. Talasim ist jetzt aber interessant positioniert. Keine Wards hier für Phoenix, die ihn spotten kann. Ist jetzt zwar pinkt worden, dass er drinnen auch ein Ward ist oder über 3 soll. Er hat dementsprechend kein Sweeping Lantern. Ja. Talasim läuft hier auf die Lane, der Cocoon trifft, aber die Lantern ist hier, kommt noch einmal raus. Flash ist jetzt geflutet worden zum Sharper, Jumpers verhindern hier noch ein Schlimmes. Talo wird hier noch einmal reingeguckt und da ist auch schon der Yoshiro Forced Flash auf dem Talosin. Guter Countergang, beziehungsweise gut reagiert hier. Gute Hook vom Kate Jashin. Ich hab leider Jinx müssen die Lantern rausnehmen, deswegen hätte jetzt der Countergang nicht komplett können connecten. Sonst hätte die Lantern noch können auf den Yoshiro geschickt werden. Und dann wäre es wahrscheinlich nicht so gut ausgegangen für den Talosin. Wenn der Kha'Zix auch noch in Jump Range kommen. Und somit noch kein First Blood. Toplaner bewegen sich jetzt erstmal zurück. Der Spenzak, der wahrscheinlich seine Tears wird haben. Mit den 800 Gold wird das hier länger. Genau, möglichst früh Tier kaufen, um die möglichst schnell aufzustacken. Sehr wichtiger Aspekt vom Rice. Und der Tipi wird instant gebraucht vom Spinsaku. Ja. Das Spellschild im letzten Moment für den Jumper. Sehr schön, ja. Gut aufpasst vom Oregano. Knappe Hockey auf Shino. Wenn die reinkommen wäre, wäre kein Jumper und kein Spellschild. Abgesehen der Oregano schon sehr low an Mana. Happy Trades also auf der Botlane. Ja, Shino spielt da ein bisschen mit dem Feuer, ist doch sehr aggressiv. Kummerkast muss man sagen, hält sich sehr gut im Farm, was er sagt. Hätte ich nicht erwartet, dass er so gut mitfahren kann mit der Ori Early. Ja,
Also auch jetzt wieder in dem Spiel bei alle Lanes, auch Jungle, relativ even. Botlane hat ein bisschen insofern einen Vorteil, dass halt mit dem Relic Thresh, das momentan vielleicht ein bisschen mehr Gold hat. Talon ist schon wieder da auf der Botlane. K6 ist gespottet worden vom Ward. Talon probiert nicht hier einfach den Counter-Jungle. Geht ja aggressiv in den K6 rein. Doch eher ein gefährliches Unterfangen wegen Passive. Und er ist ein Level behind. Wird jetzt wahrscheinlich gespottet? Ja. Wird gesehen, unter dem Kummerkasten ist zurück. Also der Ward wird er nicht können clearen. Ja, gut, jetzt auch in seinen eigenen Jungle wieder zurück. Wow, Yamalol auf der Toplane. Und jetzt so ein Level 6, Flash, das bin Sakko, eventuell nochmal nachher fürs Rumpelist nicht. Das Spell trifft ja, noch eins, aber das Ultimate von Maokai verhindert hier noch eine schlimmer. Damage Reduction ist doch sehr stark. Man ist halt noch nicht zurückgegangen. Ja. Und Moment, man sieht man halt gerade dran steht, was das ausmacht. Ein bisschen mehr Mana auf dem Rise. Mehr hat er hier eigentlich nicht gekauft und schon so viel Damage. TP direkt vor auf Minion Wave. Beide TPs also jetzt down. Kein Pressure auf der anderen Lanes mehr. Ich hab's immer sehr gerne mal gesehen. Ich muss jetzt sehen, bin Sakko jetzt schon wieder einen halben Cooldown und der Yamalol hat jetzt auf Minions gebraucht, nicht aufs Turret. Also, wenn man das jetzt ein bisschen super timet, kann man natürlich den Dragon schon so machen, dass der Yamalol nicht runter kann. Kakuna verfällt beim nächsten Gang vom Talasin, ist schon gesehen worden von einem Ward. Du hast gesetzt. Ja. Blue Buff geht, dass man Ogata Sangros, also keine weiteren Buff-Steals hier, keine Lux-Snipes mehr. Wobei, du. Talon läuft momentan nicht so wirklich locker. Ist nochmal in Changline, hat es aber dann nochmal anders überlegt. Ist jetzt doch wieder zurückgegangen. Und der Midlaner. Beide Midlaner farmen. Graves. Wobei. Nein, sorry, Ori hat noch ein Wort gesetzt. Gnar farmt aber schön Graves mit scheinbar. Ist wahrscheinlich auch ein Grund, wieso mit der CS so gut mit, Bar ist mit der Orianna. Hallo, sie. Die Raves kann holen. Was ich jetzt hier wahrscheinlich auch den nächsten Blue Buff wird können, ne? Weil ich glaube nicht, dass der an Kummerkasten wird gehen. Ist ja nicht irgendwie so, dass der Gnar einen Blue Buff sollte bekommen. Und das ist jetzt eher sehr passiv, auch noch keine Dragons. Was sehr üblich ist, sind so die 6 bis 8 Minuten Dragons. Wo eben genau die TPs gebraucht werden auf der Toplane. Und überlegt sich hier nachher Toplane recht mal direkt runterzulaufen, statt auf die Toplane zu gehen. Haben wir jetzt hier aber nicht gesehen in dem Fall. Spinsako portet sich jetzt aber zurück, TP ist soon up, also eventuell könnte sich jetzt Hydra überlegen, richtig den Dragon zu gehen. Talo ist jetzt aber erst noch auf dem Weg zum Red, also ich glaube, das TP wird eher nochmal zum Offenporten benutzt. Wobei die Wave jetzt gerade down ist, die Wave ist jetzt gerade down, es lohnt sich verschwinden. Das bedeutet, der Port ist jetzt offen. Jetzt mal schauen, was der Talo macht, ob der Talo sich jetzt nach dem Red auf die Botlane bewegt. Yoshiro ist jetzt auch Bot unterwegs. Ist natürlich normalerweise so der Spielort, wenn man den Dragon will machen, dass man zuerst halt eben die Botlane gängt. Yoshiro ist jetzt definitiv da, wird sich jetzt wahrscheinlich gerade mit der Lantern. Ja, das gibt es gute Lantern-Gang. Mal schauen, ob der Hook sitzt. Oh, Flash Fly! Tok Uferschino trifft! Die Lantern ist oben, aber der Jump wird gebraucht. Oregano, der Roblo, Pop Tension ist das Ultimate. Hook auf den Kijari trifft auch noch einmal, der Disengage ist auch da. Talo ist auch noch da, Spinsako-Typ habe ich komplett verpasst. Ist aber sehr low dropped am Turret, weil er Hits gefressen hat. Ultimate wird noch einmal blockt über Mega Death Rocket. Von der Hälfte Leute vorne auf der Frontline. TP up ist nicht up auf dem Yamalol. Also Beth Hydra ist geforst hier etwas zu machen. Toplane wird pusht vom Yamalol. Leute sind aber mega low, auch in der Mitte hat es einen höheren, einen gröberen Trade gegeben. Alle Leute sehr, sehr low. Hydra im Number Advantage im Moment, aber sie müssen noch den Dragon tanken. Mit den Spiderlingen zusammen ist das aber auch eher etwas Einfaches. Kummerkasten hat hier der Sangos an die Turret gedrückt, also gar keine Chance gehabt, dort runterzukommen. Und es ist ein Dragon für Hydra, alles in allem okay Trades, Top Turret Cable zwar, aber Top Turrets, XP Vorteil für Phoenix, da das mehr XP gibt für das Team. Aber eben die Top Turrets, die gehen mal schnell noch, je nachdem, was ja. passiert. Und vor den Turrets auch das Unwichtigste. Ist halt einfach ja. so, oder? Dragon ist nicht in der Nähe, es ist nicht mit Turret. Wow, in der Mitte wird der Flash aus dem Sangas. Er holt jetzt sein Ultimate Shockwave, weil der Yamalol
Der Yashiro ist hier unterwegs. Komikaze wird geforst, rauszuflashen. In dieser Zeit keine Top-Lane für Turret. Weitere Flashes also geforst hier. Der Sanglas macht das hier sehr gut. Und somit hat es in näher Zukunft keine weiteren Objectives ab. In dem Fall wird jetzt auch wieder das Jungle Movement geforced sein. Oder braucht Werte, dass wieder irgendwelche Action passiert in näher Zukunft. Yashiro geht Yamago geht hier sehr deep. Im Moment verwechseln die beiden einfach. Zuendlich nehmen. Schöne Deep Wards dort für ihn. Was aber jetzt vonnöten ist, da er seine Top-Turret ja schon eingerissen hat. Also Vision wird er brauchen. Organisiert sich dort auch selber. Und man kann damit Items einschalten. Grundsätzlich sehr viel Wards. Interessanter First Buy hier für den Gnar. Habe ich zwar auch schon oft gesehen. Der Kommokasten geht direkt Richtung Match Resistance und Health. Also einfach tanky, ja. Genau. Mit dem Spectral Scroll, wo er ziemlich schnell ins Banshees reinkommt. Was sicherlich ein gutes Item ist gegen das Team. All die Spells, die man da kann blocken kann. Spinsako schiebt in die Mitte, ist jetzt gepinkt worden. Der Sangos, der keine Flash hat. Keine Flash auf dem Sangos, kann sehr gefährlich sein. Spottet jetzt hier, aber der Spinsako. Room Prison wird hier gecallt. Kann da der Kommokasten reinkommen und an die Wang knocken. Nein, hat ihn nicht gelenkt. Sangos hat also noch einen Schwenk gehabt. Aber auch der Talosin pressured jetzt hier seine Midlane. Geht hier deep worden. Ist nicht gesehen worden. Sangos könnte ein bisschen sehr gefährlich, ja. Yashiro wieder auf der Botlane. Gibt es dort eventuell einen weiteren Lantern Gang? Ist aber auch gespottet worden von einem Ward. Wobei, wenn nur durch den Brush gelaufen ist, nicht dann. Das habe ich nicht gesehen. Aber in der Zwischenzeit macht Talos in Jungle. Also der Yashiro sollte sich dort mal wieder in Bewegung setzen. Und das Pink Ward wird jetzt auch wieder cleared dort vom Talo. Oder nicht? Hat das... Nein, hat es nicht gesehen. Hat es nicht gesehen? Ich meinte eigentlich der Ward. Okay, interessant. Pink Ward, also zwei Pink Wards, die hier die Eingänge coveren von Phoenix. Da müssen sich hier ein bisschen mehr im Zwischenmoment. Wobei, das Pink Ward hier ist schon sehr interessant und sehr cool. Ist jetzt gespottet worden vom Kummerkasten, der sich hier auf Zeitlein bewegt hat zum Warden. Der Sangas noch nicht viel dagegen machen, weil er weiss, dass sein Jungler nicht in der Nähe ist und er nicht genau weiss, wo der Kalo ist. Gewesen. Genau. Und in der Mitte der Kommokasten geht es jetzt hier sehr hart auf den Sangos. Der Double Stun kommt jetzt hier raus. Barrier ist instant gepoppt worden, aber hat nicht wirklich viel Damage aufgehalten. Sein Knight kommt hier noch einmal raus. Kann er sein Schild noch einmal empfohlen? Jawohl, kann er. Das heißt, der Sangos wird hier noch einmal überleben. Und der Ashiros hat hier nicht wirklich gegen Kommokasten fighten. Zwei Level höhere Gnar in Rage-Form wollte man nicht wirklich Melee in Melee fighten. Er ist. Da gerade zwei Gegner. Ein nach dem anderen. Ja. Auf sich. Und es gibt jetzt sehr grosse Kontrolle im Top-Jungle, aber auf der Botlane haben wir hier ein Binding, das trifft, aber auch der Zap hängt nachher auf den Yashiro. Sehr grosser Damage. Auf den Shino. Das werden ja auch so ähnlich nehmen. Der Kijari wird hier sehr aggressiv gehen. Gibt es hier eventuell einen TP? Der Yamalol hat es abgehauen. Aber der Hook verfällt weit. Und in der Mitte wird das Turret Pressure. Wie gesagt, jetzt durch die Aktion, die wir vorher hatten vom Kummerkasten, hat sich einiges an Top Pressure gegeben hier für Hydra. Hat hier sehr viel können geworden. Yashiro ist jetzt hier auch gesehen worden vom Talosin. Er hat hier eine ganze Combo abbekommen, wahrscheinlich mit dem Cocoon und dem Fang. Grosses Damage hier. Sie werden jetzt nicht aber raus, weil der Yamalol hat auch gerade noch so Richtung Mitte bewegt. Cocoon trifft nicht. Und immer noch der First Block. Minute 15 und immer noch der First Block. Es sind noch ein paar Kämpfe gegangen, aber es sind die Leute immer wieder rausgekommen. Cocoon trifft, Spinsako schiebt oben ab. Yamalol turnt hier noch einmal. Weiss, dass er hier raus muss. Hat er Flash ab? Jawohl, er hat Flash ab. Kommt er noch bis dahin. Der Baron hilft jetzt auch noch einmal hinten nachher. Lenkt aber nicht Damage Reduction vom Ulti. Ist hier genug, um ihn noch einmal rauszubringen. Der Sangos muss jetzt hier aber aufpassen. Wird jetzt hier ein bisschen reingebaitet vom Kummerkasten, wo er weiss, dass hier zwei Leute oben runterkommen. Sangos ist schon gebaitet worden, Flash ist ab und Sangos, schöner Sidestep auf den Cocoon. Flash die aus, aber der Flash hängt nach dem Spinsako ins Room Prison. Easy Damage rein. Ist hier genug, tankt hier wunderschön der Jared für den Talosin. Holt hier noch einmal seinen Teammate raus, gute Absprache hier von Hydra. Rocket ist ab, Rocket schießt. Rocket! Drift der Talosin, ein Kill hier für den Sharper. Kann hier noch einmal das One for One holen. Guter Snipe hier vom Sharper. Und Doppelpass auf der Jinx. Jawohl, sehr schön. Schön gemacht für beide Teams.
Sangos schöner Sidestep, aber es war echt zu viel Damage, gewesen, wo ich hinten nachher war. Und ich denke, es Barry an dem Abgabe vom Fight vorher gegen den Kumogasten. Und da haben sie gewusst, nach dem Flash, da ist nichts mehr rum. Kann man holen. Oder hat der Spensako für nichts das Turret tankt, wo der Talasin portet euch den falschen Ort. Ah. Trapel hat echt dürfen absen. Hat wahrscheinlich schon den Shop off gehabt. Kann sein, ja. Dragon ist abgegangen in dieser Zeit übrigens. Stimmt. Ward ist da von Hydra, sie wissen also, was abgeht. Teleport ist auch ab. Von beiden Seiten. Ja, man Phoenix Pulse auf und Hydra ist nicht wirklich in Position da. Weil sie da hier runterrushen, Jinx und K6. Nein, gut, zu schnell. Dragon jetzt also für Phoenix, was das Game ziemlich zurückholt. Die Talisman wird hier nicht reingeguckt, aber der Kommokasten ist jetzt 2 gegen 1 dort oben. Im Engage ist jetzt hier aber ein bisschen draussen der Yamalo. Hinter der Flash Engage vom Kichari auf den Adekari und auf den Talisman liegt der Opfer jetzt hier low. Das Ultimate vom Yamalo holt jetzt auch noch einen guten Damage weg. Der Flash dann hier vom Kommokasten. Dreimal Shockwave jetzt hier aus Antwort vom Sangos, aber da sind 2 Leute schon down für Phoenix, der Sharper ist drop und Kijari. Und der Talisman hat hier ganz, ganz knapp überlebt. Sangos wird hier auch noch einmal rausgechased und Spinsaku muss jetzt hier auch weg, sonst wird er plötzlich doch noch einmal steift. Talisman muss zurückfahren, der Rocket ist wieder ab. Jawohl. Dragon für Phoenix, also von dem her gesehen, Ace Trace und Dragon, hat Gold for Trickhard, jetzt noch einmal 2 Kills. Nicht so schlimm, aber das Mid-Turret geht jetzt auch noch einmal. Also, alles in allem mit diesen Even-Trades. Vielleicht einfach ein bisschen besser jetzt für Hydra. Mit dem Turret. Wobei steht erst 1 zu 1 im Turret? Also, das Top-Turret steht ja noch. Jawohl. Wird jetzt aber runtergeschoben. Grosse Creep-Wave hier unten. Gute Rotation, wer das gesehen hat, und Cold. Es gibt einen weiteren Turret. Ja, TPC ab, also ein Baron Call jetzt wäre sehr risky. Ist zwar kein Vision dort. Haben wir zuvor schon gesehen, dass du gerne risky Baron Calls gemacht hast, ne? 4 Liter mit jetzt hier der Kummerkasten. Sehr gefährlich, wo er hier steht. Kann sehr einfach gesound werden. TP ist zwar ab auf dem Spinsaku. Top verfällt jetzt hier auf dem Kessel. Es lenkt aber trotzdem zum Team lustigerweise rausdrucken. Ja. Vom Turret. Das hast du schon niemand gesehen, außer dem Spinsaku. Oh, der Talisman muss ich aufpassen, wenn er dort in eine Combo vom Yamalo reinläuft. Droppt die sehr low, aber jetzt ist für den Saku dort oben, wo ihm helfen kann. Der Yashiro ist jetzt hier unterwegs, der Talo droppt sehr low hier nur am Yamalo. Wie gesagt, der Talo muss ich sehr aufpassen. Ulta wieder direkt auf vom Yamalo. Aber der Rest von der Hydra... Kummerkasten und Oregano schieben rauf. Nicht wirklich Movement Speed, aber jetzt ist es slow. Der Yamalo dreht jetzt hier noch einmal, das Team kommt hier nachher. Oh, Chuckwave hat hier nur einen getroffen. Ein Ulti hier kommt auch schon sehr früh rein. Da droppt K6 und Maokai. Double Kill für den Kummerkasten. Eventuell ist es sogar gerade ein Triple. Barry auf dem Sangos. Spinsaku droppt jetzt hier 2 für 1 Trade. Bis jetzt 2 für 2 Trade. Bis jetzt 2 für 3 Trade. Gar nicht gesagt, dass da zuerst auch noch der Talisman down gegangen ist. Ja. Puh, knapp gesehen, wenn dort der Sepp trifft. Das sieht so schlecht aus für den Kummerkasten. Alles in allem auf der Botlane. Spielt mit dem Feuer, aber aus dem Grund, dass hier Bottomlane wird reingepusht. Der Inhibitor ist jetzt hier Bottom Cave. Für einen Kill, fair Trade. Shotdown Gold zwar auf der Jinx, aber eben der Inhibitor ist Kate auf der Botlane. Botlane ist jetzt komplett durchgepusht. Die Map gegen unten, gegen den Dragon, ist komplett offen und das Lead ist immer noch auf der Seite von Hydra. Ergo, ja. Dragon Control vereinfacht jetzt, nicht garantiert, aber vereinfacht für Hydra. Hat ja schon einen Goldvorteil von 3000. Also gleich schon einiges, wo da jetzt mehr dürfte reinkommen. Road of Ages gefinished auf beiden Toplaner. Gnar ist jetzt hier voll Tank gegangen, Banshee's Vale und Randuin's. Während vom Sangas im Moment noch nicht einmal das Death Cap fertiggestellt ist. Dürfte es aber gleich haben, Spellshield wäre auch noch da gewesen für die Hook. Other Carries, beide mit dem Infinity Edge, die sind eigentlich sehr ausgeglichen, auch in Sachen Gold. 6-7 und 6-7, jawohl, Other Carries ist sehr ausgeglichen. Schaber müssen jetzt einfach dann wieder mal noch zurück, was er jetzt auch macht, zum Greenhaufen. Schüler sind noch nicht ganz fertig und er kommt wahrscheinlich gerade Seal noch hinter drin, jawohl. Gold Items fertig ausgebaut auf beiden Supports. Der Oregano, wie schon angesagt, geht wieder richtig, Sonjas. Sehr starke Initiate halt auch immer noch Morgana. Flash World Sonjas funktioniert auch sehr gut auf Supports. Aber halt der Fresh, der K6
konstanter gute Initiates hat, wobei halt auch die Bindings. Gefährliche Supports, die man immer noch im Hinterkopf muss haben. Kummerkast nicht auf Botlane. Interessant, nur schicken nicht den mit der TP. Wobei eben, Botlane ist komplett frei. Also wenn sie jetzt lange warten hier. Oh, sehr schön. Der Kate hier, der Top-Turret. Hydro scheint jetzt ein bisschen im Kollapsen zu sein. Der Spinsaku hat sich auch richtig Bot mit ihm bewegt. Hat aber den TP ab und geht wieder auf Top-Lane. Kummerkast schiebt jetzt hier unten rauf. Kann ja so das 4v4 forcen in der Mitte. Und solange die Botlane pusht, jemand muss dort her von Phoenix. Jemand muss gleich her. Und der Kummerkast ist schon wieder dort im Jungle. Und bewegt sich auf die Botlane. Jetzt ist die Frage, was macht das mit dem Saku auf der Top? Bleiben sie jetzt im 1-3-1? Und der Kummerkasten kann es definitiv im 1-on-1 aufnehmen. Mit dem Yamal als Maokai. Er ist recht, recht dick. Und Phoenix schiebt jetzt hier auch ab. Kakun landet auf dem Yashiro hier im Jungle. Ja. Aber das engage. Oh, das ist ein Engage auf dem Yamalol. Vom Kummerkasten hat er jetzt schon auf halben HP. Geht jetzt aber zurück, weil er sieht, dass das gegnerische Team auch rotiert. Kann er ihn noch finishen? Er kriegt das Slow auf ihn drauf. Turret ist nicht mehr da. Geht nicht Flash, schöner Flash vom Yamalol. Seite eigentlich. Und doch kommt das Team, aber da ist ja noch der Talosin. Es ist alles ein bisschen chaotisch. Oh, die Hocke auf dem Kummerkasten, das dürfte er. Oh, der Flash schön raus. Das Ultimate hängt nachher, das Flash Ult vom Kinjari. Verhindert, dass der Kummerkasten hier einfach rauskommt. Schöne Shockwave, forst hier zwei Flashes allein. Tipi kommt jetzt hier vom Spinsaku rein und vom Yamalol frisch aus der Base. Down ist noch niemand gegangen, jetzt geht der Oregano down. Der Spinsaku flasht hier nachher, holt sich hier der Sangos. Sehr wichtiger Kill hier. Also, der Ori ist jetzt down. Ultimate hier noch einmal. Super Mega Death Rocket, guter Damage auf den Shino. Und jetzt hier raus muss, der Spinsaku ist auch schon auf halber HP. Der Inhib dürfte sich also defended haben. 1 für 1 Trade, alles in allem. Soweit ist es nichts passiert. Dragon ist ab. Ist jetzt interessant, ob Hydra da noch gross kann contesten. Ultimate sind alle down, außer der Buster Shot. Aber auf Seite von Phoenix sind auch keine Ultis mehr ab. Und Phoenix hat sehr, sehr gute Möglichkeiten, Dotti Winkler hier zu checken. Ja. Mit den Saplings geht das super. Helfen sie beide etwa gleich auf den wichtigen Leuten? Die beiden Dotti sind jetzt wieder auferstanden und bewegen sich sofort wieder zu ihren Teams. Also das heisst, der Teamfight wird noch ein bisschen verlängert. Der Sangos kommt jetzt von oben runter. Sangos kommt von oben runter. Wird jetzt doch Cat Finding verfault. Team schließt unten auf. Hydra ist jetzt hier schön, Group pusht jetzt hier mit, die Welt der Teamfight. Ultimates vom Spinsaku sind wieder ab, auch vom Kummerkasten. Wenn er da in seine Rageform reinkommt. Und jetzt disengaged Hydra, doch riskiert es nicht. Spinsaku und Taloportet Kummerkasten hat auch angefangen. Eventuell also jetzt der Dragon hier für Phoenix, portet sie durch. Spinsaku hat den TP nicht ab, das dürfte also jetzt ein Dragon geben. Für Hydra. Knappe Sache mit dem Binding. Gutes Binding, ja. Guter Versuch. Hold Phoenix ein bisschen. Wie Hydra? 3000, 2000. Und Phoenix hört jetzt langsam zurück. Jetzt haben wir zwei Leute frisch aus der Base einkauft. Das Spinsaku. Sein Archangel und Stuff. Ist fertiggestellt. Wir hier engage. Shockwave pullt die 3 Leute rein, 2 Leute gehen hier auch direkt an, Talosin und Spinsaku, beide die zurückgeholt haben, sind hier down gegangen. Schöne Shockwave, das mal vom Sangos. Carriert hier sein Team und geht es eventuell? Schiebt auf Baron, nein, sie sind slow. Und nein, komm, super Move. Alles zu retarnen, Chance gesehen. Ball engage, Shockwave hat gesessen. Leute rausgepickt, das Turret weggenommen. Und jetzt wird wieder alles schön cleared. Botlane ist jetzt am raus-snowballen. Für Phoenix. Jinx hat jetzt noch Toplane durchgefarmt. CS-mässig sind lustigerweise alle etwa gleich auf. Top mit und Bot. Bot ein bisschen weniger klar. Top ein bisschen weniger, aber doch sehr ähnlich von der CS. Gut, technisch, der Spektakel hat wieder 2 Kills hat bekommen und einen Assist mehr. Ist ein kleiner Head vor dem Malkai. Bei den Supports liegt auch ein ganzes Ausgang. Das ist ja halt auch noch. Das ist echt der grösste Unterschied. Der grösste Unterschied ist auf den Supports. Interessant genug. Ja. Die Laning Phase, die halt einigermaßen früh aufgelöst worden ist und das Face of the Mountain, halt mit dem Passive, wenn du Last Hits machst auf CS, ist eher, denke ich, für die Laning Phases längere.
Und jetzt geht's hier Richtung Baron. Wards werden cleared. Minute 26 wird auch gehittet. Tier, ich wollte sagen, Tier dürfte langsam aber sicher am Finishen sein. Und genau in dem Moment haben wir hier jetzt Seraph's Embrace. Auf dem Spinsaku hat jetzt also sein Power Spike ziemlich erreicht. Und beide Teams sind hier im Group. Kummerkasten wird zwar getroffen, verrückt, aber die Bälle sind da. Der Kid Jerry geht jetzt gleich hängen nachher, weil der Yamalol ist hier schon drin und Hydro ist hier komplett rausgecatcht. Das sind nicht alle Leute. Der Spinsaku kommt jetzt hier erst von oben. Ist aber auch schon viel zu spät. Und da geht der Talot down. Der Shino ist nicht da. Der Shino ist zurückgeportet. Hydro hat also hier nicht aufgepasst und der Spinsaku muss jetzt auch noch zuerst außen durchlaufen. Das heisst, es gibt weitere Turret Pressure hier für Phoenix. Können sie das Ganze hier noch einmal kehren? Ich bin jetzt noch diesmal im Siege dabei. Beide Seiten. Gute Wave. 4 gegen 5, nicht vergessen. Ja. Warte jetzt auf die nächste Wave. Probiere halt mit Jinx immer die Shots reinzukriegen. Notfall halt auch. Oder Notfall. Ja. Oft halt auch über den. Du hast ein sehr starkes Dive-Team hier. Topfer fällt wird knapp. Beinlich werden getroffen. Turret wird sich aber abgetankt. Ja. Aber es macht keine wirklich Anstalten hier. Der Talo ist jetzt wieder da, 5 gegen 5. Kummerkasten hat jetzt seine Rage-Form erreicht. Und sie drücken jetzt hier auch Phoenix raus. Geld ist jetzt wieder genau even. Und Teams tanzen jetzt umeinander rum. Muss er direkt landen hier, aber ohne Follow-up. Phoenix hat wieder ein mega, mega starkes Dive-Team. Mit dem Oh, wenn wir noch den Jumping nachher. Aber keine weitere Nischei bis jetzt. Phoenix hat ein sehr starkes Dive-Team mit dem Mark-Hike. Und da haben wir genau das, was ich meine. Wenn wir jetzt hier den Ball-Delivery haben, Flash-Hook verfällt. Oh, also der Disengage ist da. Der Yamalol droppt jetzt hier mega low. Hat sich jetzt hier einen Slender geholt und der 3-Man-Shockwave rettet hier in Onoget eigentlich mega knapp. Der Yamalol muss hier dringend zurück. Der Spinsaku macht sich hier von hinten schaffen am Team. Der Collapse kommt jetzt hier eventuell. Super Mega Dove Frog verfällt hier eine Shino oder Oregano, die sehr low droppt sind an dem Ultimate. Aber Hydra schiebt jetzt hier richtig Baron, wo sie gesehen haben, dass Phoenix unten raus ist und Force jetzt mit dem Phoenix zum Reagieren. Aber der Oregano hier immer noch mega, mega low. Und dieser Sonyas ist noch nicht komplett, also hier keine Klatschmöglichkeit, um noch das Ultimate rauszubringen. Beide Teams disengage jetzt aber. Baron wird checked hier. Nicht wirklich viele Leute hier von Hydra. Momentan Vision von Phoenix sehr, sehr viel besser. Sie haben auch sie haben gute Vision über den Jungle, über den Eingang von Hydra. Sie sehen Lane und der Baron ist auch eher in ihrer Kontrolle. Und jetzt werden wir auch da. Altbekannte Baron Dance gesehen. TPC nicht ab für Hydra. Der Spinsaku hat vor, dass es TP braucht, um hinter das Team zu gehen. Also nicht wirklich worth it gesehen für ihn hier. Pink Ward ist jetzt doch mal gespottet worden beim zweiten Mal. Kein Vision Moment für Phoenix. Aber, und sie fährt, Hydra fährt, aber der TP yep. Ist ab auf dem Yamalol. Sie sollte also in der Lage sein können zu reagieren. Baron droppt die aber sehr schnell, sehr low, mit dem Damage von Alice und dem Blade of the Rune King. Vom Chino. Phoenix müsste jetzt hier dagegen reagieren. Der TP kommt. Vier Leute gehen hier rein. Der Kommokasten engage. Schönes Flash Ult hier von ihm. Anfang. Der Sangos droppt hier instant down. Hat hier nichts zum Antworten. Und das sieht hier sehr, sehr schlecht aus jetzt für Phoenix. Zweiter geht hier auch down. Binding trifft jetzt hier noch einmal auf Yashiro. Drei Leute down hier für Phoenix. Der Sharp-Bruder Yashiro muss jetzt hier schauen, dass sie schleunigst rauskommen. Hydra hat hier nur den Oregano verloren. Das dürfte einen gröberen Push geben hier für Hydra, aber nicht Game-Ending. Haben sie noch einen Schwenk gehabt. Und der Hydra schiebt jetzt hier auf Botlane, wo der Inhib frei ist. Um den eventuell holen. 2 gegen 4. Ich glaube nicht wirklich, dass sie da Chance haben, das zu verteidigen. Wenn Hydra das genug gespielt, der Kommokasten ist viel zu beefy. Und der Shino macht doch auch langsam und sicher gut Damage. Oh, der Talos droppt hier low mit dem Kritz-Dam und dem guten Damage, wo hier der Sharper mittlerweile schon hat. Traden sie das für einen Kill, Force sie noch das Flash auf dem Shino. Die Leute werden geslowt und das ganze Team von Phoenix ist schon wieder ab, weiterer Kritz auf dem Shino.
droppt hier auf unterhalb HP und das ganze Team von Phoenix ist hier am Chasen. Der Sepp trifft den Kummerkasten, das könnte die Möglichkeit sein. Sie turnen, sie wissen, dass sie hier down gehen. Und sie probieren noch etwas zu turnen. Schöner Hook hier, aufspielen, Saku, absolut kein Damage können returnen. Reset Kill für Yoshiro, da bekommt hier den Slow drauf. Auf den Kummerkasten droppt sie auch noch down. Und Baron ist jetzt pinkt worden, muss jetzt aber unten rauflaufen. Vermuten, dass sie jetzt der Dragon werden auch unterwegs. Nein, sie gehen wirklich direkt für den Baron. Sie haben Top-Laner down und Mid-Laner down. Death Timers sind immerhin schon bei 20 und 30 Sekunden. Mit dem Damage, was sie haben, mit Jinx, mit dem Kha'Zix und seinem Isolation Damage, sollten sie ihn je nachdem mit der Zeit runterkriegen. Momentan ist nur der Support da zum Stören. Jetzt kommt er fängt Verstärkung an. Baron ist schon bei HP. Hallo, wer da für einen Smite-Stil? Probiert reinzukommen, aber das Fly und jetzt wird der Talak gefokust. Sie haben viel zu wenig Damage auf dem Baron. Sehr gut gemacht von Phoenix. Hier der Jungle aus dem Fokus. Shino hat jetzt hier mega, mega Schwenk gehabt, dass die Hook ihn nicht auch noch getroffen hat. Das heißt, wir haben jetzt hier Baron für Phoenix und mittlerweile schon ein 3000er Gold Lead. Aber nicht zu vergessen, der Inhib auf der Bottomline ist down. Also, sie müssen mit Super Creep stealen, hey, aber der Baron. Von dem her gesehen können sie jetzt gerne noch einmal weiter rausstohlen. Und dann. Er hat jetzt auch wieder die Lead. Ja, mir hat es eigentlich nur darauf gewartet, dass ihr Inhib wieder da ist. Mhm. Als Antwort ist jetzt sicher, dass er wahrscheinlich der Dragon zu Hydra geht. Das wird ein bisschen verkürzen, der Lead. Langfristig gesehen jetzt, also in den nächsten paar Minuten, sicher Phoenix in einer sehr guten. Gar nicht. Wäre doch eigentlich in einer sehr guten Position. Wenn ich jetzt einfach ihre Lanes clearen und sobald er Inhib wieder da ist, probieren die Aggression wieder ein bisschen aufzuziehen. Und jetzt vergessen halt Ryzer Stana im Late Game, eine von der üblichsten Kombos, was Damage angeht. Orianna zwar auch, hat ihre drei Damage Items jetzt komplett, also auch der Sangos, der hier nicht anscheinend so gerne Hourglass spielt. Auch gegen solche Teams, die ihm halt mal binden können, oder sogar zweimal. Genau. Bis dreimal. Spielt sie lieber Void Stuff für den Damage. Der Yamalol ist jetzt ein bisschen out of position. Twisted Advance jetzt da richtig Talos hin, dass er hier noch einmal möglichst schnell um eine Ecke kommt. Talos schönes Rappel, damit er nicht geslowt wird von seinem Q. Hilfe ist unterwegs, Room Prison Drift, aber der Cocoon hat nicht abgesprochen von diesen zwei. Der Kummerkasten kommt ja noch einmal über die Wange. Jetzt hier drei Leute, schöne dreimal Shockwave, aber das Binding trifft, aber sie haben keine Wissen drauf. Sie haben es nicht gesehen und sie haben anscheinend nicht gewusst, wo die anderen sind. Und jetzt haben wir hier eine Pause. Dort eventuell warum. Disconnected. Schauen wir schnell in den Chat. Der Talosin hat hier disconnected. Talo PC down, ja. Black Screen hier beim Talo. Er hat eventuell noch ein Kabel geschmort nach seinem Hass, wo er sein Cocoon verfehlt hat. Geht über die Maus. Geht etwas Größtes. Geht den ganzen Tisch umgeschmissen. Fertig. Und da sind wir da gespannt. Der Baron ist im Moment down. Der Inhib dürfte etwa ihre Minute schätzungsweise wieder ab sein, anderthalb. Ich glaube 4 Minuten Respawn Time, wenn ich mich nicht schlecht besinne. Also genauso lange wie der Baron Buff hat. Oder hat er 3 Minuten? Ja, aber ich kann es genug so schön. Schön. Baron Buff. Hat er 5 Minuten sogar? Nein, Baron. Was? Ah, der Baron Buff. Buff, der glaube 4 Minuten. Und er hat 3 Minuten nach Ablauf für 7 Minuten Spawn Timer, genau. Also von dem her gesehen, ist hier noch ein bisschen Zeit für einen Baron-Buff, würde ich meinen. Das heisst, wenn sie jetzt noch... Bottomlane ist ja schön rausgepusht, man sieht das hier. Zwei Leute sind am Push, oder sogar drei. Jinx dürfte auch Botlane sein. Mal, die ist auch Botlane. Also drei Leute für Phoenix im Moment im Push auf der Botlane. Und mit einer Jinx-Jamma und einem K6 geht das Turret innerhalb von einer Sekunde. Vor allem das T1-Turret. T1, ja. Je nachdem, was jetzt Hydra für Rotationen macht, aber können sie Toplane clearen, pushen sie die Mitte rein. Können sie entweder das T2 unten auch gerade einpushen oder mir zurück? Wir müssen aber immer noch aufpassen, nicht vergessen, der Baron Buff wird noch da sein, nachdem der Inhib gespawnt ist. Ja, das ist so. Also Phoenix hat eventuell die Möglichkeit, noch eine Teamfight zu forcen mit dem Baron Buff. Ist mir auch immer im Hinterkopf behalten. Ist definitiv in ihrem Interesse, da zu forcen, solange sie den Baron Buff noch haben. Mit der Initiate dazu haben sie, ja. Sie haben den Initiate, sie haben ein gutes Teamfighting, sie haben einen kleinen Lead und sie haben den Baron Buff. Ergo wäre das jetzt die Chance, durch den Sack noch sozusagen zuzumachen
Und mit einem guten Engage vielleicht auch gerade das ganze Saison anzugehen und sicherlich mal einen Inhib oder zwei oder sogar gerade den Win. Talasin hat mittlerweile reconnected. Ich höre, es werden Chat-Messages austauscht. Ich nehme an, wir haben jederzeit den Countdown. Und da gehen wir. 34 Minuten gespielt. Ein bisschen länger Spiel als letztes Mal anscheinend. Jawohl. Und dann schauen wir da, ob der Initiate gegen die Late Game Carries kann gewinnen kann. Die Bottomline Turret ist gehalten, wie wir es angesagt haben. Und Hydra schiebt die Zeit mit, wie genau. Du sogar angesagt hast. Also, sie probieren jetzt hier sogar die T2 Turret zu holen. Der Yamalol, der so mega low dropped ist, und der Sangos wird hier keine Möglichkeit haben, gegen 5 Leute können zu defen. Aber die Homeguards kommen hier. Von Phoenix ist aber zu spät, um den T2 zu retten. Tanken sie durch, müssen jetzt aber aufpassen, dass sie nicht in Engage reinlaufen. Ja, Spinsaku ist jetzt sehr, sehr low. Und sich gut entscheiden, jetzt so rauszugehen. Inhib hat noch nicht Message bekommen, dass er gleich respawnt. Yamalol überlegt sich zurückzugehen, geht aber nicht, weil sie aber eventuell jetzt den Bernbuff ausnutzen und den Teamfight noch forcen. Weil vier Leute sind zurück gewesen, vier Leute haben eingekauft, viel Gold. Ja, 1600 Gold gleich auf dem Markt haben jetzt. Also er hat etwas gehabt zum Ausgeben. Er hat eventuell gelangt, das Banshees well fertig zu machen. Sie wissen halt momentan gerade nicht, wo das gegnerische Team ist, sonst würden sie vielleicht ein bisschen stärker pushen. Hier sind out of position. Die sind total out of position und sind erst jetzt am zurückgeboten. Hätten vielleicht auch können das Turret mehr damagen. Ich bin jetzt wieder da, aber Botlane ist noch am rauspushen und ich nehme an, dort werden wahrscheinlich auch noch Super Creeps oder Super Minions drin sein. Baron Buff hat auch noch etwa 1 Minute. Ja. Aber Hydra kann das anscheinend so weit verteidigen. Weil Bottom, nicht vergessen, es kommt immer noch ein Super Creep Hazing nicht clear. Yep. Also da kommt noch ein Wave rein, was sie zuerst müssen clearen. Toplane ist auch schon an von Snowballen für Hydra. Das heisst momentan alle Lanes auf der Seite von Hydra. Sie nutzen die Lane Pressure jetzt auch, um hier in der Mitte auch noch zusätzlich Druck zu machen. Sie bewegen sich jetzt aber hier im Jungle. Ich weiss nicht, probieren vielleicht jemanden zu catchen. Oder warten einfach auf die, bis die Wave oben kommt. Ja, aber auch sehr wenig Vision Control, also allgemein mega wenig Wards im Moment. Von beiden Seiten. Oh, der Kijeri ist hier out of position, wird getroffen vom Binding und vom Conclusion, aber ist einfach so sehr, sehr tanky. Gegen die zwei Leute, die halt nicht mega der Damage haben, der Talo und der Origamo. Talo hat so einigermaßen tanky, hat sogar mit dem Banshees Veil und der Chain Vest, die man doch schon hat. Merkt, dass halt hier viel, viel Damage kommt. Ist schon ein viel gestorben, muss man hier sagen. 6 Deaths ist viel. Ist meistens in den Teamfights der, wo relativ weit vorne ist. Ja. Disruption fährt und das sagen auch halt die Deaths einkassiert. Was ich auch damit will geändert hat, ist, dass Jinx 2000 Gold mehr hat auf Tristana. Das war 7-1-6 ist natürlich monströs. Ja. Hat auch schon der Last Whisper fertig. Geht okay, auch schon richtig defensiv. Das Banshees Veil, das hier wahrscheinlich zuerst geholt wird. Yep. Bevor ein BT wahrscheinlich, wo ich mir jetzt würde verschwinden auf ihr, damit sie dann eben den Siege können machen können. Wenn die Jinx das BT kann aufladen kann, das Schild vom BT plus das Schild von Ori plus das Lantern Schild, Jinx kann easy peasy an den Turret herstehen, zwei Turrets jetzt fressen und in dieser Zeit 3-4-5 mal Auto-Attacken. Total, das, was man sehr gerne macht. Dass BT sicher die bessere Entscheidung ist. Wobei ich muss halt sehen, Spinsaku ist schon sehr dick und der Kummerkasten ist auch ein relativ tanky Build. Geht ja sehr aggressiv ums Turret. Spellshield geforced hier vor ihm und Slow. Ist ja gut Damage, Flash hoch continue von Origana. Der dürfte aber mittlerweile sein Ding fertig haben. Hourglass hat er auch. Wird aber geforced zum Rausflash, wo das überhaupt nicht der Engage, den Hydra hat wollen. Müssen sich jetzt hier verziehen. Soft Objective spawnen beide, ich glaube bis über einer Minute. Cocoon trifft jetzt noch einmal für ein Disengage. Speed up auf dem Yamalol, aber das Team ist ein bisschen gesplittet. Der Sharper, der hier zurückgeht. Ja, das war also sehr, sehr freches Movement gesehen vom Kummerkasten. Und sind auch dort sofort von einem guten Hook bestraft worden. Kummerkasten immer sehr aggressiv, egal was für ein Champion das ist. Viel. Ja. Sucht die Plays, sucht die Bindings, sucht immer die Leute zu nerven. Aber immer noch, die Rots auf der Map sind eher spärlich momentan. Ja, sehr, ja. Umso mehr sich das Inventar füllen, umso weniger Pinks sind auch rum.
Okay, Phoenix hat jetzt ihre Top-Jungle zwar gewartet, aber eben, beide Objectives spawnen in unter, also in einer halben Minute und unter einer halben Minute für den Dragon. Und Vision ist momentan gleich 0. Ich bin Sakko macht sich jetzt zumindest mal richtig Baron auf den Weg. Also dort das erste Ward wieder zu setzen in dieser Region. Ansonsten wird jetzt einfach da in der Mitte geplänkelt und einen Pick gesucht. Wow, der Shino hat hier sehr freie Range gehabt auf den Shino. Der Yamalor ist hier sehr deep rein in ein ganzes Team. Droppt hier sehr laut. Shockwave trifft sich noch Rapper. Super Mega Death Rocker verfällt auch. Hier hat er wieder Talasync Focus, der hier schon wieder down geht. Und der Shino überlebt es ganz, ganz knapp. Tok trifft, wartet jetzt hier, bis das Spellschild ausläuft. Ein weiterer Kill für einen Sharp, der mittlerweile godlike ist. Und hier eventuell noch der Kill auf den Comic-Cast mit dem Red Buff zusammenlenkt. Der Slow überspinnt Sakko. Auch sein Archangel Shield gelangt hier einem Triple Kill für einen Sharp. Und das dürfte die Game-Ending sein hier. Es ist nur noch der Shino ab. Es ist nur noch der Shino ab. Und Jinx ist voll da. Ist jetzt 10-0, 10-1. 10-1, ja. Und wird sehr wahrscheinlich jetzt die Turret. Shino muss jetzt hier all-in gehen. Er muss hier all-in gehen, sonst ist das Spiel durch. Ace Turret ist down. Hier wird schön rausgeslaut. Der Sharper verdrückt ihn ja noch eins. Das ist genug Damage. Niemand ist ab in den nächsten 10 Sekunden. Das dürfte der Win sein hier für Phoenix. Da bekommt er eventuell noch einen zweiten Kill, aber der Sharper zieht hier schön durch. Und das ist der Win hier für Binary Invasion Phoenix, wo hier ein doch eher stärkeres Team eingeschätzt. Hydra schlägt. Hydra, ja, wo oder Online Qualifier gewonnen hat. Schönes Spiel gesehen. Beide Spiele sind sehr gut gespielt. Ja. Interessant genug, beide mal Red Side gewonnen. Ja, das auch, ja. Und ja. Und das Ende ist jetzt wirklich so gut gewesen. Shino hat am Ende noch super probiert, hat die zwei Kills noch gehabt. Aber allein ist das nicht mehr rettbar gewesen. Ja, sehr schöne Games gesehen, wie gesagt. Doch noch etwas Gutes gehabt zum Casten. Schade, haben wir nicht mehr Coverage gehabt. Ja. Rito, please. EU West und so. Aber ja, schauen wir, dass wir beim nächsten LAN-Event oder Online-Turnier wieder dabei sind. Wo wir mehr können bieten können. Vom Schweizer E-Sport, wo sich doch einigermaßen schön gemacht hat. In den letzten Jahren, muss ich sagen. Wenn ich wieder zurückdenke, was da gelaufen ist, so vor 2 Jahren. Holy moly. Ja, es ist schon noch ein bisschen anders gesehen. Ja. Dort ist man schon. Das war schon ein gutes Team gesehen, wenn man schon nur einen einzigen Diamond-Spieler hatte. Ich kann mich daran erinnern, wo die Finals selber noch zwischen den Platin-Leuten ausgetragen worden sind. Und ja, man sieht, das Spielverständnis ist da, die Leute studieren auch gewisse Team-Comps. Man hat gesehen, Phoenix, der zweimal sehr, sehr ähnliche Team-Comp gepickt hat, und zweite Mal hat es besser funktioniert. Und auch Jockwave. Schon mal der Carry gelegen. Ich glaube, ganz ehrlich, das Game-Changing ist vor allem der Sangos gesehen, der das mal Jockwaves gemacht hat. Zum Teil nur auf jemanden, aber es lenkt der Damage von einer Shockwave mit diesen drei Items. Das ist. Ich habe es gesagt, der Kummerkasten ist voll tanky gegangen. Shockwave hat vielleicht ein Drittel von seinen HP genommen. Und wenn dann noch Dissonance singt und nachher kommt. Es tut weh. Es tut echt weh. Oder es heisst Shockwave nach dem. Der andere Spell für Ori, der Damage macht. Dissonance. Genau. Ja? Ja, und es hat vor allem auch. Die Engages sind öfter über den Mark gekommen. Ja. Als über den Kha'Zix. Ja. Das ist halt viel, viel sicherer, oder? Und der Mark hat es sogar überlebt dort, der Engage. Also, er auch sehr gut gespielt, der Yamalo, hat seine Items postet. Hat genau das gemacht, was er muss. Damage gesaugt ohne Ende. Ja, wenn man halt so in 5 Leute rein kann, gegen Tristana und Ryze. Und immer noch lebendig rauskommt. Shields. Das Ultimate von ihm, was er macht schon etwas Dicks aus. Ja. Und mit der Lantern kann man den Engage machen und im Notfall auch wieder raus. Also. Ja. Gut gespielt von Phoenix. Schlägt Hydra für Rainish. Ja. Holt sich den Titel an Switzerland und dann wäre es für unseren Broadcast. Jawohl. So ist es. Wir melden uns wieder zurück mit. Demnächst. Dem nächsten Online-Turnier. Es wird einiges geben. Die LAN-Saison startet erst. Also. Seid parat. Das Spiel sieht interessant aus. Wir freuen uns. Und ich hoffe, es hat gefallen. Jo, genießt noch den Rest vom Sonntag. Wir werden uns jetzt so langsam mal das Abbauen machen. Doch schon ein bisschen. Aufräumen muss halt echt sein. Wo man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Das ist doch jetzt gesehen. Ja. Also hören wir auf. Ciao.